Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Gossenromantik-Bundle von Cone Gorilla und Big Joe. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gossenromantik von Cone Gorilla und Big Joe, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, wir haben hier ein Bundle in Folie. Wir werden als erstes mal die Folie hier aufmachen. Und dann schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Wir haben hier zum einen ein Poster. Dann haben wir mit dabei ein Shirt. Und als dritten Inhalt natürlich das Album. So, wir starten direkt mit dem Album an sich, der Rest derweil noch zur Seite. Also, so sieht das aus. Wir lesen hier auf dem Cover Cone Gorilla und Big Joe, darunter den Albumtitel Gossenromantik. Hier oben lesen wir noch Drive Life. Und dann haben wir hier im wahrsten Sinne des Wortes die Gosse zu sehen. Und zwar haben wir hier diverse Damen, drei Stück, wenn ich das richtig sehe. Allesamt, ja, wenig bis sehr leicht bekleidet. Und es sieht hier ziemlich stark so nach Prostitution aus. Dann haben wir hier noch einen Spätkauf, also so einen Laden. Und davor diverse Herrschaften stehen, die hier alle ja, entweder verkaufen oder selbst konsumieren. Also es sieht hier ziemlich verjunkt aus. Ja, also Gosse durch und durch. Hier lesen wir auch nochmal Gossenromantik. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Hier auf der Seite Interpreten plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 17 Tracks an der Zahl, einige Features mit dabei. Unter anderem Negativ, GGB und A-Cards. Dann haben wir noch die Beteiligten und die Logos. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So sieht das Ganze hier von innen aus. Als erstes schauen wir uns mal das Booklet an. Das ist recht dünn, ist so ein Einleger zum Aufklappen. So, was haben wir hier? Hier sind einmal die 17 Tracks nochmal aufgelistet mit den Features und auch den Beat-Produzenten. Wunderbar. Darunter dann auch nochmal die Credits zum Album. Also die wichtigsten Infos hier auf dieser linken Seite zusammengefasst. Und auf der rechten Seite gibt es nochmal hier so einen Einblick in die Gosse. Hier nochmal diese Dealer bzw. Konsumenten, die hier vor dem Späti stehen. Und hier haben wir noch die Internetadresse conegorilla.de. So, dann kommen wir zur CD. Die ist auch wieder in diesem Stil gehalten, wie auch schon das Cover. Also hier diese Szene vor dem Spätkauf. Und darunter, das sieht man auch selten, die gesamte Tracklist des Albums nochmal hier abgedruckt auf der CD. So sieht die aus. Dahinter nochmal eine Nahaufnahme der Damen. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Shirt. Und zwar sieht das hier so aus. In Schwarz und Weiß haben wir hier in weißen Buchstaben groß den Albumtitel auf der Brust. Gossenromantik, wobei das I hier ein Rufzeichen ist und die beiden S Dollarzeichen. So wie auch schon auf dem Cover. Auf der Rückseite haben wir das Ganze komplett in Schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem B und C exakt 190, Größe M. Die Größe war frei wählbar, ich habe mich für M entschieden. Und wir haben es hier zu tun mit einem Produkt made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, wir packen das Shirt wieder zusammen und kommen zum letzten Bundle-Inhalt. Und zwar haben wir hier noch das Poster, das machen wir mal auf und so sieht das dann aus. Also, hier oben lesen wir wieder Cone Gorilla und Big Joe Gossenromantik. Hier unten dann die gesamten Features und auch die gesamten Beat-Produzenten und Credits. Also, das sieht man echt selten, dass man hier die Beat-Produzenten und auch die Credits des Albums hier wirklich auf dem Poster verewigt. Gefällt mir gut. Darunter noch die Adresse conegorilla.de und dann haben wir das Cover nochmal hier im Hochformat. Das Poster dürfte von der Größe A2 sein, ist einseitig bedruckt und wie gesagt im Hochformat. Gut,
Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Hochformat, Größe A2. Dann haben wir das Shirt, wie gesagt, meines in Größe M, aber die Größe war frei wählbar. Und natürlich das Album an sich, Gossenromantik von Cone Gorilla und Big Joe. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Gossenromantik von Cone Gorilla und Big Joe mit 17 Tracks. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Cone Gorilla und Big Joe unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.